اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته und uh, herzlich willkommen zum heutigen Vortrag zum letzten Kapitel im uh, Kapitel also zum letzten Unterkapitel des Kapitels Reinheit. Und zwar geht es nun um die äh, natürlichen Blutarten der Frau. Äh, dieses Kapitel wird natürlich auch von Männern äh, gelernt. Äh, wie wir noch sehen werden, äh, gibt es äh, Regeln, äh, die auch dann für die Männer äh, ausschlaggebend sind. Und man muss wissen, das äh, Thema äh, Blutarten der Frau, also äh, Periode, und Wochenfluss und Zwischenblutung, das sind die drei Blutarten. al Imam Ahmed, rahimahullahu sagte: Ich habe dieses Thema erst nach neun Jahren beherrscht. Warum neun Jahre? Keine Angst, also wir müssen jetzt nicht neun Jahre das lernen, sondern die größte Problematik bezüglich des Themas ist die unterschiede von frau zu frau und ein gelehrter wie ein imam ahmed und auch andere rahimahumullah äh, sie werden ja gefragt und bei der einen frau ist es so bei der anderen ist es so und bei der dritten ist es so und bei der vierten ist es so also es gibt keine äh, klaren regelmäßigkeiten und deswegen gibt es sehr viele fragestellungen bezüglich dieses Themas und die äh, Sunnah oder Al-Quran und Sunnah, wenn wir uns betrachten, gibt es Ayat und Hadithe über dieses Thema. Dann sehen wir, äh, dass es nicht so viele Offenbarungstexte gibt über dieses Thema. Äh, und äh, das ist der Grund, warum dann die Gelehrten gesagt haben: Okay, dann schauen wir uns an die Lage der Frauen. Wie ist es? Ab wann beginnt, also mit welchem Alter beginnt die Menstruation? Bis zu welchem Alter gibt es Menstruation? Was ist die kürzeste Dauer der Periode? Was ist die längste Dauer der Periode? Was ist, wenn zwischen zwei Perioden eine Blutung vorhanden ist? Und so weiter und so fort. Also das gleiche auch beim Wochenfluss. Was ist das Mindeste? Was ist das Höchste? Und so weiter. Und so fort. Wir hier lernen eine Ansicht. Ja? Und wir lernen jetzt nicht die vergleichende äh, Fiqh, Lehre, sondern wir hier wollen wissen, was ist umzusetzen. Ich möchte wissen, was tue ich, was lasse ich. Also lernen wir eine Ansicht. Es ist klar, insbesondere bei diesem Thema gibt es noch viele andere Ansichten. Also wir befassen uns zuerst einmal mit der Periode. Die Periode also die Menstruation, also die Regelblutung äh, einer Frau, die monatlich stattfindet. Ab wann kann sowas eintreten? Nun, die aller, allermeisten Gelehrten sagen nicht früher als neun Jahre. Warum sollte man das wissen? Das bedeutet ein sechsjähriges Kind, ein siebenjähriges Kind, also ein Mädchen. Sollte eine Blutung vorhanden sein, dann ist es auf keinen Fall eine Periode. So früh startet die Periode nicht, sondern frühestens neun Jahre. Gut, haben wir jetzt eine Aussage aus dem Koran, ab neun kann es beginnen, oder einen Hadith, ab neun kann es beginnen? Nein, sondern das ist ein Erfahrungswert. Und deswegen und woher haben wir das? das haben wir schon bereits bei den sahaba. also aisha anha sagte, wenn das mädchen neun jahre alt wird, dann wird sie zur frau. was soll das heißen? dann wird sie zur frau. also dann kann die periode beginnen. es muss natürlich nicht mit neun beginnen. es kann auch später. also die meisten beginnen nicht mit neun jahren, sondern später. und von mädchen zu mädchen ist das unterschiedlich. aber Eins ist wohl sicher, vor neun Jahren ist das äh, nicht der Fall. Und wie lang geht die Periode, bis zu welchem Alter? Da sagen die meisten Gelehrten bis 50 Jahre. Es mag sein, dass eine Frau, die älter ist als 50, auch mal eine Periode bekommt, aber die meisten Frauen bekommen äh, die Periode höchstens bis zum Alter von, 50 Jahren. Und auch hier sagte Aisha, anha, wenn eine Frau 50 wird, dann äh, tritt sie aus der Periode aus. Also dann bekommt sie keine Periode mehr. Und hier sehen wir wieder, wie wichtig Aisha anha ist, diese großartige Gelehrtin, die insbesondere diese Themen auch ähm, erklärt hat. Was ist nun die kürzeste Zeit der Periode. Und auch hier gibt es unterschiedliche Ansichten. Die einen sagen einen Tag und eine Nacht, die anderen sagen mehr, die anderen sagen weniger. Und die Ansicht von Ibn Uthaymin und andere ist: Es gibt keine Mindestzeit. Es gibt keine Mindestzeit. Und es gibt auch keine Höchstzeit. Sondern, und diese Ansicht ist auch die einfachste von der Einfachheit. Und zwar merk dir, ist die Periode, ist die Blutung da, dann hast du die Periode. Also nicht erst, wenn ein Tag und eine Nacht die Periode angedauert hat, dann erst reden wir von Periode. Nein, nein. Sondern ist Menstruationsblut ausgetreten, dann ist das Periode. Und wenn es nur ein halber Tag ist und wenn es nur ein Tag ist. Das heißt also, man muss als Frau wissen, ist das denn überhaupt Menstruationsblut oder nicht? Denn Menstruationsblut hat eine bestimmte Farbe und auch einen Geruch, der sich unterscheidet von normalem Blut, wenn es eine Verletzung wäre. Und dann wäre es ja eine Zwischenblutung, eine Istihava. Also, al also die Periode Menstruation, eine Frau müsste unterscheiden können. Wenn eine Frau das nicht unterscheiden kann, ist es nicht schlimm. Das gab es auch zur Zeit der Sahabe, Sahabiyat, Anhunna. Und so gingen die Frauen zu Aisha und haben ihnen gezeigt, bitte schön, schau dir mal das an. Ist das Menstruation oder nicht? Und da sagte Aisha, ja, das ist Menstruation, nein, das ist keine. Wart's mal ab. Bis noch klar wird. Das heißt, Aisha anha war natürlich eine erfahrene Frau und sie hat äh, den Frauen dann äh, gesagt, ob es sich um Menstruation handelt oder nicht. Das heißt, es mag sein, dass eine Frau noch nicht so erfahren ist, äh, dass sie nicht ganz weiß, hat, ist das jetzt Menstruationsblut oder nicht. Das ist der erste Fall. Sie weiß es nicht. Oder sie weiß es. Wenn Du weißt, wenn du dir diese Blutung anschaust, das Blut anschaust und du weißt, das ist Menstruation. Es ist so dunkel wie Menstruation, hat diesen Geruch wie Menstruation, du bist dir sicher, es ist Menstruation, dann ist es egal, ist es ein Tag, sind es zehn Tage, hat es die Eigenschaft, also ist es Menstruation. Wenn man nicht weiß, wenn eine Frau nicht in der Lage ist, es ähm, einzuschätzen, dann kommen wir zum nächsten Schritt. Und zwar hast du eine Regel, also hast du eine Regel, die jeden Monat eintritt. Also du, deine Blutung, deine Menstruation ist jeden Monat fünf Tage. Immer fünf Tage. Jeden Monat fünf Tage. So, und jetzt ist ein sechster Tag hinzugekommen und du siehst, da ist eine Blutung. Kannst du es... Erkennen Farbe, Geruch, es ist Menstruation, dann ist es Menstruation. Aber ich hatte doch letztes Monat, letzten Monat fünf Tage, ja egal, aber jetzt sind es sechs, sechs Tage. Letzten Monat waren es fünf, jetzt sind sechs. Du kannst es erkennen aufgrund Farbe und Geruch. Nein, ich kann es nicht erkennen. Ich weiß nicht, ist das Menstruation, ist das nicht, weiß ich nicht. Dann gilt, halte dich an deine fünf Tage, an deine Regel. Du hast jeden Monat fünf Tage, jetzt. Zum ersten Mal oder einmal im Jahr, sehr, 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 sehr selten passiert es, dass du länger hast als deine Regelblutung und du kannst es nicht unterscheiden. Nochmal, kannst du es unterscheiden? Weißt du, was das ist? Dann halte dich daran. Nee, ich kann es nicht ähm, einschätzen, dann halte dich an deine Regel. Fünf Tage, fünf Tage. Ich habe eine Regel, sieben Tage, also sieben Tage. Dritter Fall. Ich kann es nicht unterscheiden, ich kenne mich da nicht aus, ist das dunkel genug, nicht dunkel genug, wie sieht denn das und so weiter. Zweitens, ich habe keine Regel. Die Frau, mal hat sie fünf Tage, nächsten Monat sechs, dann wieder vier, dann wieder acht, dann wieder fünf. Also es gibt keine Regelmäßigkeit in ihrer Periode. Dann, wie wir gleich sehen werden, sagte der Prophet, wa sallam, dann bleibe sechs oder sieben Tage. Warte also sechs oder sieben Tage und danach hast du keine Periode. Kannst du selbst entscheiden, willst du sechs, bitteschön, willst du sieben, bitteschön. Rasul Salam sagte der Frau, sechs oder sieben Tage. Das ist der Fall bei we welchen Frauen. Erstens, sie können es nicht beurteilen, diese Farbe des Blutes und so weiter. Zweitens, sie haben keine Regeln. Dann gilt Nummer drei, halte dich an sechs oder sieben Tage. Das ist allgemein, damit man das versteht. Und das ist, wie gesagt, so die einfachste Art und Weise. Die anderen sagen dir, nein, zehn Tage, Minimum 15 Tage, diese Rechtsschule, jene Rechtsschule. Das, diese Art und Weise ist, Wallahu A'lam, die einfachste. Kannst du es einschätzen? Bitte schön. Ist Blut da? Hast du Periode. Kannst du es nicht einschätzen? Hast du eine Regel? Ja, halt dich an die Regel. Ich habe keine Regel, kannst nicht beurteilen? Dann eben sechs, sieben Tage. Assalamu alaikum, das war's. Eigentlich dürfte das so die einfachste Art und Weise sein. Wallahu die, die meisten Frauen haben eine Periode von sechs bis sieben Tagen. Deswegen sagte auch der Prophet, bleibe sechs beziehungsweise sieben Tage. Und äh, wie gesagt, das sagte der, der Prophet a.s.w., bleibe sechs bis sieben Tage, dann wasche dich, also Al-Russel, und bete 24 Tage oder 23 Tage. Ja, dann ist ja der Monat vorbei. Also, das heißt, weil das ist ja auch eine Diskussion bei den Gelehrten, was ist die Mindestreinheitsphase? Die Mindest... Reinheitsphase. Also wie oft kann eine Frau in einem Monat die Periode bekommen? Kann, ist es nur einmal? Oder könnte es theoretisch sein, dass die Reinheitsphase eben nicht der Rest des Monats ist, sondern kürzer und die nächste Periode tritt ein? Normalerweise ist das nicht der Fall. Aber könnte es sein, ja, und deswegen eben sagt, Es gibt keine Mindestreinheitsphase, es gibt keine Mindestperiode, es gibt keine Mindest oder, oder längste Periode und so weiter, sondern ausschlaggebend ist was? Ist Blut da, hast du Periode. Punkt, aus, Ende, Schluss. Ob das jetzt zum dritten Mal in einem und demselben Monat ist oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Ja, aber alle anderen Frauen haben es nicht so. Ja gut, du bist die Ausnahme. Und, und es ist, also bei dem Thema äh, Menstruation gibt es sehr viele Ausnahmen. Unzählige Ausnahmen. Deswegen sagte ich ja... Äh, hat Imam Ahmed gesagt, ich habe neun Jahre verbracht, bis ich das Thema einigermaßen verstanden habe. Und einer der zeitgenössischen Gelehrten hat drei Bände darüber geschrieben, nur über äh, Period. Drei Bände und er sagt und dieses Argument und er sagt und das und so weiter und so fort. Warum drei Bände? Und jedes Band hat äh, mehrere hundert Seiten. Ja, weil die Fälle so viele sind. Ja. Und deswegen noch einmal diese Ansicht von Ibn Uthaymin, finde ich, Wallahu erleichtert auch, also wir suchen uns die Ansicht nicht aus, weil es uns passt. Ja, also ich sagte ja immer, hier äh, erwähne ich äh, die Ansichten von Ibn Uthaymin, aber man muss sagen, es dürfte wohl einfach sein. Wallahu a'lam. Auf jeden Fall, das wäre die, äh, die Phase, also wie lange kann die Periode äh, sein? Nun, was darf eine Frau nicht tun, die ihre Tage hat, die die Periode hat? Erstens, kein Beischlaf. Allah Subhanahu Wa Taala sagte: النِّسَاءَ فِي وَلَا حَتَّى So meidet die Frauen während der Periode und fasst sie nicht oder nähert euch ihnen nicht. Bis sie rein werden. Also, was bedeutet mit nähern nicht? Darf ich nicht mehr umarmen? Doch, umarmen ist erlaubt, aber gemeint ist Beischlaf. Und hier sehen wir auch, wie nobel Allah subhanahu wa über dieses Thema spricht: ja, dass es nicht vulgär äh, behandelt wird, sondern immer der, der, das Schamgefühl beachtet wird. Und äh, Rasul aliem sagte zu den Eheleuten wenn die Frau ihre Tage hat äh, ihr dürft alles tun außer Beischlaf. Ja, also alles außer Beischlaf. Zweitens, was viele nicht berücksichtigen, wenn eine Frau ihre Tage hat oder in, äh, im Wochenfluss ist, also im Wochenbett. dann ist die Scheidung Haram. Man darf nicht die Frau scheiden während der Periode. Das ist eine Sünde, denn Allah Subhanahu wa Taala sagt: So scheidet euch in den bestimmten Zeiten. Du darfst dich einfach so drauf los scheiden, sondern wenn die Phase begonnen hat, in der man scheiden darf. Wann ist diese Phase? Wann darf man sich von einer Frau scheiden, wenn die Periode zu Ende ist? Das ist die erste Bedingung. Und zweitens, also wenn die Reinheitsphase begonnen hat und es vor der Scheidung nicht zum Beischlaf gekommen ist. Das sind die zwei Bedingungen. Ansonsten ist es Haram. Ist es nicht erlaubt das ist eine Sünde warum hat das Allah subhanahu wa so festgelegt damit der Mann nicht voreilig sich trennt sondern damit er Zeit hat und deswegen wurden diese hürden aufgestellt erst einmal in der periode sagen wir mal sechs Tage sieben Tage mehr weniger da darfst du sowieso nicht ich habe streit ich habe jetzt irgendwie ich bin sauer okay aber trotzdem jetzt bist du erstmal ruhig die periode ist vorbei dann kannst du dich scheiden ja, der Mensch wird vielleicht nochmal überlegen und so weiter, nicht äh, einfach so drauf los äh, sich äh, scheiden. Und wenn es in der Reinheitsphase zum Beispiel kam, dann gilt: Stopp, jetzt darfst du dich nicht trennen, bis die Frau ihre Periode bekommt. In der Periode darfst du dich auch nicht trennen, bis sie die Periode beendet. Dann darfst du dich erst scheiden. Warum noch einmal die Weisheit dahinter, dass die Scheidung nicht so einfach ausgesprochen wird. Die Gelehrten sind sich nicht einig. Ist die Scheidung, die Haram ist während der Periode, trotzdem gültig oder nicht? Und hier sagen die vier Rechtsschulen, ja, die Scheidung ist während der Periode oder während des Wochenbetts gültig. Ibn Uthaymin und Ibn Baz und Ibn Taymiyyah und viele andere Gelehrte sagen, nein, sie ist nicht gültig. Warum? Weil sie verboten ist. Und das ist ein Bid'ah-Talaq, wird das genannt. Talaq Bid'i. Es gibt Talaq Sunni und Talaq Bid'i. Ein Sunna-Talaq, also gemäß der islamischen Regeln, also nicht während der Periode, nicht nach Beischlaf, bis erst wieder die nächste Periode beginnt und endet. Das ist der Talaq nach Sunnah, also nicht freiwillig, sondern gemäß der Religion. Und es gibt den Talaq, der Bid'a-Talaq, der, der ist nicht islamisch, der ist verboten. Aber die Frage ist jetzt: Ist der Bid'a-Talaq, Talaq Bid'i, ist der gültig oder nicht? Alle vier Rest sagen ja. Das zeigt, wie gefährlich die Sache ist. Aber wie gesagt, Ibn Uthaymin und andere sagen nein. Ein Talaq, der nicht erlaubt ist, ist auch nicht gültig. Was ist mit, auch wenn wir jetzt nicht über Scheidung reden, aber wenn wir schon dabei sind, während der Schwangerschaft? Während der Schwangerschaft ist die Scheidung gültig. Während der Schwangerschaft ist die Scheidung gültig. Einige denken, während der Schwangerschaft kann ich nicht geschieden werden oder kann der Mann nicht scheiden. Doch während der Schwangerschaft ist die Scheidung gültig. Also, erstens haben wir gesagt Beischlaf, zweitens die Scheidung ist nicht äh, Erlaubt. Und äh, ein, einer der Belege, dass es auch äh, nicht gültig ist, ist, äh, dass Umar, anh, als sein Sohn Abdullah seine Frau geschieden hat während der Periode, hat Umar gesagt, er soll zu ihr zurück. Das ist auch mit ein Beleg. Drittens das Gebet. Während der Periode darf eine Frau nicht beten. Und äh, das sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, zu Fatima bintu Abi Hubeish, radiAllahu anha, wenn äh, die Periode beginnt, dann unterlasse das Gebet. Fünftens die Umrundung der Kaaba. Und zwar sagte Aisha, anha, äh, als sie ihre Periode hatte, sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa zu ihr, unterlasse äh, oder andersrum tue das, vollziehe das, was ein Pilgerer vollzieht, außer das Umrunden der Kaaba. Du kannst Safa und Marwa, das Pendeln, das kannst du machen, und so weiter, aber das Umrunden der Kaaba ist nicht erlaubt. Ich hatte, glaube ich, schon mal erwähnt hier, die Ausnahme, die Ibn Uthaymin erwähnt, auch Ibn Baz und das fatwa komitee in, in, in Saudi-Arabien, und zwar, wenn eine Frau nicht in der Lage ist, zurückzukehren, um die Umrundung der Kaaba zu vollziehen. Warum? Sie verreist wieder nach Deutschland. Sie lebt nicht da in Saudi-Arabien, in Jidda oder was, von mir aus in Medina und so, so dass man sagt, okay, geh erstmal nach Hause. Du hast immer noch deinen Ihram-Zustand. Du hast ja die Umrah äh, nicht fertig gemacht. Du bist immer noch im Ihram-Zustand. Also du darfst keinen äh, Parfüm auftragen, äh, draußen sowieso nicht, aber ich meine, also nichts mit Duft und so weiter. Auf jeden Fall, äh, wenn sie in der Lage ist, sie, sie geht nach Hause und dann nach einer Woche, nach ein paar Tagen, wenn die äh, Periode fertig ist, geht sie wieder nach Mekka und macht ihre Umrundung, dann soll sie das tun. Und dann darf sie auch die Kerbe nicht umrunden. Wenn aber eine Frau äh, nicht diese Möglichkeit hat, übermorgen ist der Flieger wieder nach Deutschland, ja und Allah weiß, wann ich das nächste Mal wieder äh, zur Umra äh, gehen kann, dann sagt Ibn Uthaymin, Rahimahullah, in diesem Fall darf eine Frau die Kaaba umrunden, obwohl sie ihre Tage hat. Natürlich benutzt sie Einlagen und sowas ähnliches, damit die, die Moschee nicht verunreinigt wird. Aber sie darf in diesem Zustand die Kaaba umrunden als Ausnahme, weil sie nicht zurückkehren kann, um die Kaaba zu umrunden. Sechstens das Lesen des Korans. Und ähm, das sagen einige, aber andere sagen doch, äh, eine Frau, die ihre Tage hat, darf Koran lesen, sie darf ihn aber nicht anfassen, sie darf ihn nicht berühren. Insbesondere jene Frauen, die äh, befürchten, dass sie äh, den Koran vergessen, wenn du zwei Wochen zum Beispiel die äh, Periode hast oder beim, beim, beim Wochenfluss, beim Wochenbett nach der Geburt. Äh, einige Gelehrte sagen, maximal sind es 40 Tage. Und dann, selbst wenn die Blutung weitergeht, äh, ist, ist das Wochenbett zu Ende und sie dürfte wieder Koran lesen. Äh, Ibn Uthamin sagt sogar, es sind 60 Tage. Das ist auch die Ansicht der Melikitten. Auf jeden Fall gehen wir mal davon aus, 60 Tage sind zwei Monate. Zwei Monate kein Koran lesen. Also da ist ja, dann vergisst man ja äh, viele äh, Suren. Und deswegen sagen die Ulama, eine Frau während der Periode oder während des Wochenflusses nach der Geburt darf den Koran rezitieren, aber sie darf ihn nicht anfassen. Also in Papierform nicht anfassen. Wenn es digital ist, aus dem Handy, aus dem Laptop und so weiter, dann ist es kein Problem, sondern aus Papier, ein Buchexemplar, dürfte sie nicht anfassen. Da kann sie zum Beispiel äh, Handschuhe tragen oder ein Handtuch oder ähnliches, so dass Sie eben den Koran rezitieren kann. Also, das war siebtens, oder das war sechstens, äh, achtens das Berühren des Mushaf, das hatte ich ja gerade erwähnt, und, oder das war siebtens jetzt, achtens Dukhul al-Masjid, also das Eintreten in die Moschee, also in die Moschee zu gehen. Das verbieten die allermeisten Gelehrten, auch Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala und andere. Al-Albani, wenn ich mich recht entsinne, erlaubt das. Aber wie gesagt, hier geht es nicht darum, dass man tut, was man will und dass man von einem Gelehrten springt zum anderen. Ah ja, der erlaubt es, dann mache ich das. Ah, der verbietet das, dann mache ich das doch nicht und so weiter. Sondern du hältst dich an einen Gelehrten und machst das, was er sagt. Punkt aus, Ende, Schluss. Das ist ein Laie. Bist du Gelehrtin? Bitte schön, dann bring uns bitte vorbei und sag uns, was wir zu tun haben, denn du bist Gelehrtin. Aber bist du keine Gelehrtin, dann hältst du dich an einen Gelehrten. Aber die Argumentation von Sheikh XY hört sich gut an. Wer redet gerade? Der Laie. Wie kann ein Laie einschätzen, ob die Argumentation richtig ist oder nicht? Also bitte, also jeder muss auch seine Grenzen kennen. Nur weil ein Gelehrter sagt, und dieser Hadith und XY und da und da. Natürlich, jeder Gelehrte hört sich gut an. Wenn du, wenn, du, wenn du, einen Gelehrten hörst und der sagt, und Allah azajall, und dieser Hadith, aber dieser Hadith in diesem Überlieferungskette ist der und der und du sagst, Masha'Allah. Und dann hörst du den anderen, an der genau das Gegenteil sagt, du sagst du, Masha Allah, so ist der Laie. Wir haben nicht genug Wissen, um das zu einzuschätzen. Und deswegen halte dich an einen Gelehrten deines Vertrauens und das war's. Besonders heutzutage. Ähm, Gibt es Alternativen? Die, die Periode bleibt ja nicht jahrelang. Und das heißt, wenn du einmal nicht in die Moschee gehen kannst, diese Woche, nächste Woche, Alhamdulillah, übernächste Woche kannst du wieder. So schlimm ist es also nicht, dass man sagt, ich muss ja unbedingt jetzt in die Moschee, obwohl ich meine Tage habe. Es geht hier um was? Um das Verweilen im Gebetsplatz. Hat die Moschee andere Räumlichkeiten? Klassenzimmer, ein Hof, Allahu a'lam was, und du könntest zum Beispiel jetzt einen Vortrag hören von dort aus, bitteschön, das darfst du ja. Es geht um den Gebetsplatz an sich, den darf eine Frau während der Periode nicht betreten. Was muss man tun, wenn man die Periode hat? Oder auch Wochenfluss, dann wenn die, wenn die Blutung zu Ende ist, und zwar... Die Frau muss, wenn die Periode zu Ende ist, sich waschen und zwar die Ganzkörperwaschung, äh, wie der Prophet wasallam, es gesagt hat zu einer Frau: Unterlasse das Gebet, so also die Tage, in denen die Blutung vorhanden ist und dann wasche dich, also mach Rüssel, vollziehe den Rüssel, die Ganzkörperwaschung und bete. Also die Frau muss dann Russel vollziehen, um beten zu können. Sie kann nicht sagen, okay, die Periode ist vorbei, also kann ich beten. Nee, nee, die Periode ist vorbei. Du musst Russel vollziehen, dann kannst du beten. Das Gleiche gilt für äh, mit dem Russel für Beischlaf. Also nur weil die Periode vorbei ist, heißt es nicht, dass Beischlaf erlaubt ist. Nein, sondern erst Russel. Und viele Gelehrte, viele Gelehrte, sagen, dass es also es ist eine Sünde, also es ist eine Sünde, äh, dass man nach der Periode Beischlaf hat, bevor man, bevor die Frau sich gereinigt hat. Aber jetzt die Frage gibt es eine Buße, eine Wiedergutmachung? Viele Gelehrte sagen ja. Ja, man muss etwas spenden. Ibn Uthaymin, rahimahullah, sagt nein. Es ist zwar verboten, aber es gibt keine gegen, also keine Leistung, die man erbringen muss, wenn man äh, trotzdem Beischlaf hatte äh, es geht jetzt nicht um Periode ja, sondern also Periode sowieso haram ja, sondern es geht nach der Periode und man hat sich noch nicht gewaschen also die Frau hat sich noch nicht gewaschen zweitens durch die Periode erreicht äh, das Kind das reife Alter also mit der Periode weiß ein Kind es ist jetzt äh, rechtsfähig islamisch gesehen äh, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte äh, Allah nimmt das Gebet einer, einer Frau an die ihre Tage bekommen hat nur an <coughs> Entschuldigt nur an wenn sie sich bedeckt also dass sie äh, im Gebet sich auch bedecken muss und was hat was für ein Maßstab hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt einer Frau die ihre Tage hat das bedeutet also nicht, dass sie während der Periode betet, sondern sie ist in dieses reife Alter eingetreten, dadurch, dass sie ihre Tage bekommen hat. Das ist damit äh, gemeint. Also ab der Periode ist sie äh, rechtsfähig, ist sie mündig, ist sie verantwortlich. Das bedeutet also, sie muss Hijab tragen. Das bedeutet, sie muss fasten. Das bedeutet, sie muss beten. Und so weiter. Ja, also alle Gebote des Islams gelten ab der Pubertät. Wann ist das? Das ist bei Mädchen ab der Periode. Dann gilt die ähm, Periode auch als Maßstab für die Wartezeiten. Welche Wartezeiten? Also nach Scheidung zum Beispiel. Also nach Scheidung, wenn eine Frau geschieden wird und zwar gibt es ja drei Scheidungen, also das erste Mal, dann kann man zurück wieder die Ehe fortsetzen, wenn man möchte, dann gibt es die zweite Scheidung und dann kann man auch wieder zurück und nach der dritten Scheidung kann man nicht mehr zurück. Außer die Frau ist eine andere Ehe eingegangen, nicht als Scheinehe, nur um zum ersten zurückzugehen. Nein, nein, sondern sie will wirklich mit dem anderen Mann zusammenbleiben, ja? Aber, subhanallah, es hat doch nicht geklappt. Jetzt haben sie sich getrennt. Jetzt darf sie ihren ersten Ehemann wieder heiraten. Das gilt wann? Nach drei Scheidungen. Wenn also die dritte Scheidung eingetreten ist. So, bei jeder dieser Scheidungen, ob es die erste ist, ob es die zweite ist, ob es die dritte ist, gibt es Wartefristen. Sie kann nicht sofort heiraten. Und diese Wartefrist ist dazu da, um sicherzustellen, dass sie nicht schwanger ist. Würde sie schwanger sein, würde die Wartefrist sich verlängern bis zur Entbindung, dann gilt die Periode nicht mehr als Maßstab. Gut, schwangere Frauen werden höchstwahrscheinlich nicht ihre Periode bekommen, aber das gibt es auch. Also diese Ausnahme gibt es auch. Es kann sein, dass eine Frau ihre Tage bekommt während der Schwangerschaft. Ist sehr, 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 sehr selten. Aber trotzdem kann es sein. Wenn es zwei, drei Tage vor der Entbindung ist, dann wird es wohl keine Periode sein, sondern Beginn des Wochenflusses. Ja? Aber wenn es schon Wochen vor der Entbindung ist, Monate vor der Entbindung. Dann wird es die Periode, kann es eine Periode sein, außer es gibt einen driftigen Grund, ja, innere Verletzungen oder sowas, dass man ausschließen kann, dass es die Periode ist. Wie dem auch sei, eine schwangere Frau achtet nicht darauf, ob sie eine Periode hat oder nicht, um die Wartezeit zu beenden, sondern eine schwangere Frau, deren Wartefrist endet mit der Entbindung. Wenn aber keine Schwangerschaft vorhanden ist, dann gibt es die drei Perioden als Wartefrist. Die erste Periode, dann die zweite Periode, dann die dritte Periode. Nach der dritten Periode ist die Scheidung rechtskräftig, könnte man sagen. Also gehen wir davon aus, ein Mann sagte zu seiner Frau, du bist geschieden. So, jetzt wartet sie, jetzt ist sie noch nicht rechtskräftig geschieden. Das heißt was, er könnte sie zurücknehmen, sie könnten weiterleben. Und da muss man auch nicht eine neue Eheschließung machen, wenn es drei Perioden noch nicht, äh, wenn drei Perioden noch nicht vergangen sind, sondern einfach, er sagt, ich nehme dich wieder zur Frau zurück und das war's. Dann sind sie verheiratet, das braucht keine Zeugen, es braucht auch kein Wally, es braucht auch keine Brautgabe. Brautgabe. Innerhalb dieser drei Perioden ist es einfach wieder zurückzukehren. So, was ist aber, wenn drei Perioden vollendet sind, dann ist sie rechtskräftig geschieden, islamisch gesehen. Das bedeutet, sie darf einen anderen Mann heiraten. Das bedeutet, wenn ihr Ex-Mann sie heiraten äh, wollte, und wir reden jetzt von der ersten Scheidung oder zweiten Scheidung, dann muss eine neue Eheschließung äh, getätigt werden. Also wieder mit dem Wali und wieder mit den Zeugen und wieder mit, dem, mit der äh, Brautgabe. Also deswegen ist es wichtig, sich mit der Periode auseinanderzusetzen, dass wir diese Regeln kennen. Ja, das hat ein, ein, ein Aus, oder ist ausschlaggebend für äh, diese Sache. Wie Allah Subhanahu wa ta'ala sagt, und die geschiedenen Frauen sollen warten drei Perioden also wie gesagt, ich will ja hier jetzt nicht ins Detail in verschiedene Ansichten, ist es Beginn der, der Beginn der Periode, also erste Periode hat begonnen und jetzt zweite Periode hat begonnen und jetzt dritte Periode hat begonnen, jetzt ist die rechtskräftig geschieden oder Ende der Periode. Also Periode 1 ist zu Ende, jetzt, das ist das erste Mal, Periode 2 ist zu Ende und Periode 3 ist zu Ende, da gibt es zwei Ansichten bei den Gelehrten. Wichtig ist, Während dieser Zeit darf man auch keinen Mann kennenlernen. Während der Wartefrist, du kannst nicht sagen, okay, da hat mich geschieden, so ich äh, lerne jetzt mal schon einen anderen kennen, weil nach drei Perioden sind wir sowieso endgültig geschieden, äh, also rechtskräftig geschieden. Nein. Während der Periode darf eine Frau keinen anderen Mann kennenlernen. Warum? Ja, vielleicht wollt ihr zurück. Vielleicht wollt ihr wieder zusammenleben. Also der Islam sorgt dafür, dass man, dass die Ehen bewahrt werden. Und deswegen, nee, 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 nee jetzt keinen anderen Mann irgendwie kennenlernen oder so. Erstmal kümmere dich um diesen Ehemann, vielleicht klappt es ja doch. Und die Frau soll während dieser Periode, also Wartetzeit zu Hause bleiben bei ihrem Mann. Warum? Ja, vielleicht kann man wieder doch weitermachen. Also was leider viele machen und zwar dass sie das Haus verlassen oder der Mann verlässt das Haus die Frau schmeißt den Mann heraus das ist islamisch nicht erlaubt drei Monate also drei Perioden bleibt ihr bitte schön zusammen denn vielleicht kann es sein dass die Ehe weiter äh, bewahrt werden kann und wichtig ist für die Perioden also für, für diese Wartefrist dass sie auch unter, dass der Mann auch unterhaltspflichtig ist äh, wenn er sich geschieden hat, in diesen drei äh, Monaten, ja, für diese drei Perioden. Also ihr seht, das Thema Periode hat sehr viel zu tun auch mit dem, mit dem Eheleben. Viertens, die Periode ist ein Beweis, wie ich gerade gese gesehen habe, für die äh, mangelnde Schwangerschaft. Und das ist wichtig auch zum Beispiel bei Personen, die vielleicht eine Haram-Beziehung hatten und sie bereuen es und möchten gerne heiraten, dann gilt, dann warte auch eine Periode, mindestens, andere Gelehrte sagen drei Perioden, aber mindestens eine Periode, damit klar wird, okay, es gibt keine Schwangerschaft. Äh, einige äh, kommen und sagen, mach bitte, mach bitte unsere Beziehung halal. Ich kann nicht halal machen, was haram ist. Das funktioniert so nicht. Also von daher, manchmal ist die, die Freundin schwanger. Ja, da kann, kann ich auch nichts machen. Ich kann diese Beziehung jetzt nicht halal machen, sondern wenn Schwangerschaft vorhanden ist, dann ist was, auch hier, auch wenn es eine haram Beziehung war, dann muss gewartet werden bis zur Entbindung. Kannst nicht vorher heiraten. Ich mach's halal. Sowas gibt's nicht. Ich kann keine Sünde halal machen. Und der Islam ist nicht dran schuld, sondern schuld sind diejenigen, die diese Sünde begangen haben. Da kann ich nicht sagen, okay, ich mache was ich will, aber ja, Islam reparierst dann. Sondern, okay, ihr habt es bereut, ihr wollt wieder zurückkehren zu Allah, sehr schön. Aber warte jetzt mal, bis das Kind auf die Welt bekommt, damit deutlich wird, was ist im Halal zur Welt gekommen, was ist im Haram. Das Kind an sich kann nichts dafür. Ja, es wird ja auch nicht bestraft deswegen. Aber es gibt Regeln und Gebote, die im Islam zu beachten sind. Das ist ja genauso äh, im, im Weltlichen. Äh, ist auch die Steuerklasse unterschiedlich, bis du verheiratet, bist du nicht verheiratet und so weiter. Und so ist es im Islam auch. Ist es Ehe, ist es außerehelich. Also geordnete Verhältnisse. Ja, und deswegen auch bei äh, Haram-Beziehungen, sollte es zu einer äh, Schwangerschaft gekommen sein, gilt, man kann erst heiraten, wenn das Kind auf die Welt gekommen ist. Nun, wenn eine Frau äh, die Periode beendet hat, wichtig ist jetzt, sind jetzt die Gebete. Die Gebete, welche Gebete muss sie jetzt nachholen und welche Gebete muss sie nicht nachholen? Allgemein ist ja bekannt, eine Frau, die ihre Tage hat, oder im Wochenbett ist, muss nicht beten, darf sogar nicht beten. Ja. Und äh, da gab es ja die Geschichte von Aisha radhiallahu und zwar als sie gefragt wurde von einer Frau, warum äh, holen äh, Frauen, die ihre Tage hatten, das Fasten nach, aber nicht das Gebet. Da sagte sie, gehörst du denn zu den Leuten aus Harura, aus Harura ist eine Stadt im Irak, und da waren, das war die Hochburg der Khawarij. Und die Khawarij, die haben ja viele Probleme. Und unter anderem äh, haben sie sich nicht an diese, an diese Regel gehalten, und, sondern haben gesagt, Gebete müssen auch äh, nachgeholt werden. Auf jeden Fall, sie sagte: äh, Bist du denn eine aus Harora? Also, Allah hat das so gesagt. Punkt aus, Ende, Schluss. Ja, dürfen wir nicht nachdenken über die Weisheiten. Doch, doch. Aber grundsätzlich gilt erst einmal, das ist das Gebot. Nun die Weisheit ist, dass es viel schwieriger ist, jeden Monat, zwei Wochen, mal fünf, Tag, mal fünf Gebete pro Tag, ist eine Erschwernis. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat das erleichtert für die äh, Frauen, dass sie es nicht nachholen müssen. So, aber was muss ich nicht nachholen? Das ist die Frage. Hier müssen wir wissen, inshallah ta'ala werden wir das noch detaillierter sehen oder noch einmal sehen, wenn wir über die Gebetszeiten sprechen. Und zwar... Man unterscheidet die Gebetszeiten in, oder man teilt die Gebetszeiten in zwei Zeiten ein. Einmal die äh, Wahlpflichtzeit und einmal die äh, notwendige Zeit oder für Ausnahme, die Ausnahmezeit. Was ist die Wahlpflichtzeit? Wie zum Beispiel zwischen Wohr und Asr. Bete, wann du willst. Irgendwann musst du beten zwischen Wohr und Asr. Aber. Du kannst ja aussuchen. Gla sagen wir mal, Wort ist 13.30. So, du kannst beten, 13.30 da wirst du am meisten belohnt. Oder du betest um 14 Uhr. Darfst du auch, um 15 Uhr, um 16 Uhr, um 16.15 Uhr. Bitteschön. Aber es wäre besser, du sollst es nicht verschieben, nicht zur Regel machen, immer. Am Ende der Zeit. Rasul wasallam, sagte, das ist das Gebet der Heuchler. Immer am Ende der Zeit. Immer am Ende der Zeit. Jetzt aber ab und zu mal passiert es, ich bete nicht 13:30, nicht 14 Uhr, sondern 16 Uhr. Bitteschön. Das ist die Wahlpflichtzeit. Innerhalb dieser Zeit musst du irgendwann mal gebetet, gebetet haben. Danach gibt es die Ausnahmezeit. Die Ausnahmezeit ist unter anderem für Fälle wie Periode. Also gehen wir mal davon aus, eine Frau hat ihre Tage und sie wird rein, sie merkt, dass sie rein wird durch Austritt der weißen Flüssigkeit, das ist eine Form, oder dadurch, dass sie merkt, es, es ist keine Verunreinigung mehr vorhanden. Auf jeden Fall, sie weiß, ich bin jetzt rein, und zwar um wie viel Uhr? Und zwar um 15 Uhr. Was für Gebete muss sie beten? Muss sie das Morgengebet beten? Nein. Warum? Das Morgengebet ist schon lange vorbei. Und das Morgengebet hat nur eine Wahlpflichtzeit. Das Morgengebet hat keine Ausnahmezeit. So, das heißt, bis Sonnenaufgang, wenn du da nicht rein geworden bist, musst du Subh nicht nachholen. Punkt, Ausendeschluss. Wohin musst du beten? Ja, ja, natürlich. Warum? Ja, du bist immer noch in der Wahlpflichtzeit. Und du bist rein geworden um 15 Uhr. Also musst du Dhohr beten. Also musst du dich waschen vor Asr. Du kannst nicht sagen, ah, weißt du was? Okay, heute Abend mache ich Rusl. Nee, nee, nee. Dhohr ist noch nicht vorbei. Und du musst Dhohr pünktlich beten. Bedeutet vor Asr. Also bitteschön, mach dein Russ. Die Periode ist nicht vor Dhohr, sondern sagen wir mal um 18 Uhr. Um 18 Uhr ist die Periode vorbei was muss ich jetzt beten als frau du musst wohr und Asser beten aber sekunde mal im wohr war hatte ich doch die periode ja ja du hattest deine periode in der wahlpflichtzeit aber dort hat nicht nur eine wahlpflichtzeit sondern noch eine ausnahmezeit eine verlängerung hat wohr und diese verlängerung wenn du da rein bist oder rein wirst, musst du Dhuhr nachholen. Diese Verlängerung geht bis Sonnenuntergang. Also merkt euch allgemein: Eine Frau, die rein wird, die Periode ist zu Ende, vor Sonnenuntergang, betet Dhuhr und Asr nach. Beides, nicht nur Asr. Und wenn die Sonne untergegangen ist, jetzt nach Maghrib, nach Sonnenuntergang, ist die Frau rein geworden. Muss sie Zuhur nachholen? Nein. Muss sie Asr nachholen? Nein. Warum? Ja, weil die Verlängerung von Sohur und Asr ist vorbei. Das war's. Mit Sonnenuntergang ist die Verlängerung, die Wahlpflichtzeit plus die Verlängerung, also die Ausnahmezeit, fertig. Aber sie muss was beten? Maghrib. Jetzt eine Frau ist rein geworden nach Salat Al-Isha. Was muss sie nachholen? Muss sie Zohr nachholen? Nein. Muss sie Asr nachholen? Nein. Subh sowieso nicht. Muss sie Maghrib nachholen? Ja. Aber Sekunde mal, die Frau wurde rein nach Isha. Isha ist schon eingetreten. Wir haben 22 Uhr und jetzt ist die Frau rein geworden. Ja, aber Maghrib hat auch eine Nachspielzeit, eine Verlängerung. Eine Ausnahmezeit. Also, es gibt die, die, die Wahlpflichtzeit, die geht bis Isha. Und es gibt die Verlängerung, die Ausnahmezeit, die geht bis wann? Bis Subh. Also merkt ihr, zweite Regel. Wenn eine Frau vor der Morgendämmerung rein wird, muss sie Maghrib und Isha nachholen. Ist eigentlich einfach, oder? Also, wirst du rein vor Sonnenuntergang? Dhohrun Asr nachholen. Wirst du rein vor Morgendämmerung? Maghribun Isha nachholen. Das war's. Was ist mit Subh? Subh nur beten, wenn du rein wirst vor Sonnenaufgang. Ansonsten, nach Sonnenaufgang, wird äh, Subh nicht nachgeholt. Bei, der, bei dem Wochenfluss, wie ich gesagt habe, Sagen einige Gelehrte, die Höchstdauer ist 40 Tage, andere sagen 60 Tage. Gibt es eine Mindestdauer? Nein. Also eine Mindestdauer gibt es nicht. Das Wochenbett kann ein Tag sein, zwei Tage, kann eine Woche sein, zwei Wochen. Aber was ist Maximum? Die meisten Gelehrten sagen 40 Tage. Ibn Uthaymin sagt 60. Was bedeutet das? Das bedeutet, stellen wir uns vor, du hast ein Kind auf die Welt gebracht. So, und jetzt gab es. 30 Tage, eine, also ist Blut ausgetreten. So, 40 Tage. So, jetzt sind wir am Tag 41. Jetzt musst du wieder beten. Warum? 40 ist Maximum. Oder du gehst nach Uthaymin, dann sind es 60. Oder von mir aus, du bist melekitisch, dann gehst du nach 60. Also, was ist dann? Bis zum 60. Tag darfst du gar nicht beten darfst du nicht fasten, darfst du keinen Beischlaf haben. So wie bei der Periode, Wochenbett, die Regeln genauso wie bei der Periode. Was die Blutung ist länger 61. Tag, jetzt musst du beten, jetzt musst du fasten, jetzt darfst du Beischlaf haben, jetzt bist du in welchem Zustand? Zwischenblutung. Also, was ist die Zwischenblutung? Alle Blutungen, die austreten außer also die keine Periode und kein Wochenfluss sind das ist eine Zwischenblutung und bei Zwischenblutungen gilt was du musst beten du musst fasten du darfst Beischlaf haben aber du machst Wudu zu jeder Gebetszeit weil eine Unreinheit tritt aus von dir so und diese Unreinheit führt zur Ungültigkeit des Wudu aber da diese Unreinheit also, unkontrolliert austritt, könnte ja auch während dem Gebet austreten, zum Beispiel, ist die äh, Erleichterung, du musst nicht immer Wudu machen, nein, sondern zu jeder Gebetszeit. Und hier gibt es folgende drei Fälle: Du machst dein Wudu zum Dhuhr und dann betest du so viel du willst mit diesem Wudu und dann machst du dein Wudu zum Asr. Dann betest du so viel du willst. Gut, es gibt kein freiwilliges Gebet nach Asr, aber zum Beispiel, du musst nachholen, du willst die Stichhara beten oder sowas ähnliches. Also, du kannst mit diesem Wudu nach, von Asr so viel beten, wie du darfst. Dann ist Maghrib, dann machst du jetzt einen neuen Wudu. So und so weiter. Zu jeder Gebetszeit und nicht für jedes einzelne Gebet. Wenn das eine Erschwernis darstellt, ich kann nicht fünfmal Wudu machen am Tag. ich äh, geht nicht bei mir okay. dann ist die andere lösung du kannst gebete zusammenfassen. also bei dir ist erlaubt und das gilt auch für kranke menschen die einen äh, die inkontinenz haben also es tritt urin aus ja, oder eben luft ja, äh, oder kot. es gibt ja verschiedene formen von inkontinenz. auf jeden fall diese menschen da gilt auch mach urdu zu jeder gebetszeit kann ich nicht. Also bei, 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 bei der Zwischenblutung, es wird jetzt nicht normalerweise dein ganzes Leben sein. Ja, und da könnte man sagen, okay, vielleicht ist eine Woche, dann mache ich halt fünfmal Wudu am Tag, Hamdulillah, ist sowieso gut. Aber wenn es jetzt krankhaft ist und ein ganzes Leben geht, ja, besonders wenn es äh, zum Beispiel Inkontinenz ist bei Blut oder so, dann ist schon eine Erschwernis, dass du fünfmal am Tag immer Wudu machst. Was mache ich jetzt? Ich kann nicht. Okay, dann sagen wir fasse die Gebete zusammen. Am besten ein Schein Zusammenfassung. Das nennt man Jam'un Suri. Ein Schein Zusammenfassung. Was ist ein Schein Zusammenfassung? Es ist keine Zusammenfassung, es sieht aber so aus. Das heißt, du verspätest Woche bis kurz vor Asr. Du betest nicht Woche in der Asr Zeit. Nein, nein. Das wäre ja eine tatsächliche, eine wirkliche Zusammenfassung. Sondern du betest Dhuhr, sagen wir mal, Asr ist um wie viel Uhr? Sagen wir mal um 16 Uhr. Okay? Zum Beispiel. Dann betest du Dhuhr um 15.50 Uhr. Und dann betest du Asr 16 Uhr. Wassalamu alaikum. Dann hast du Dhuhr und Asr gebetet. Das gleiche machst du mit Maghrib und Isha. Du betest Maghrib kurz vor Isha, Dann betest du Aisha. Und das war's. Das wäre eine Scheinzusammenfassung. Dann, nee, geht nicht bei mir. Ich kann nicht um 15.50 Uhr beten und, und um 16 Uhr. Ich müsste später beten und so weiter. Ich bin nicht so beweglich. Ich muss arbeiten. Es geht bei mir jetzt nicht. Okay, dann fasse zusammen, wann es geht. Das ist also die nächste äh, Möglichkeit, wenn es nicht geht. Das machst du nicht aus Faulheit. Ach so, ich kann zusammenfassen, okay, dann alles klar. Nee, nee, grundsätzlich, die Gelehrten haben gesagt, Wudu zu jeder Gebetszeit. Es gibt noch eine andere Ansicht, das ist aber nicht die Ansicht von Ibn Uthaymin, Rahimullah. aber diese Ansicht kann man verwenden, besonders bei erkrankten Menschen. Jetzt die Zwischenblutung, wie ich gesagt habe, wird wohl nicht Wochen und Monate lang gehen. Es gibt Frauen, tatsächlich, die haben tatsächlich, möge Allah sie heilen, wirklich Blutungen am laufenden Band. Okay, dann gilt das auch für sie. Gehen wir mal davon aus, du sagst, ich kann doch jetzt nicht mein ganzes Leben immer zusammenfassen, 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 zusammenfassen. Man ganzes Leben jetzt zusammenfassen? Dann sagen wir, okay, es gibt die Ansicht der malikie Aha, also ihr geht jetzt auch nach eurer Neigung? Nein, wir gehen nicht nach Neigung. Wir gehen nach Notsituation. Wir gehen nach Erschwernis. Es geht nicht anders. Wir haben nicht gesagt, Wallahi, uns geht's gut und dann minimistis Rabel in der Kiste, ich nehme diese Ansicht. Und ich habe auch nicht gesagt, Allah, ich als Laie sage, das ist richtiger. Wer bin ich, dass ich sage, das ist richtiger oder nicht? Sondern die Gelehrten sagen, guckt mal, auch wenn wir sagen, normalerweise machst du das nicht. In bestimmten Notsituationen, du bist erkrankt, schon seit zehn Jahren oder fünf Jahren, der Arzt hat gesagt, entschuldigen Sie, leider muss ich Ihnen sagen, Sie haben diese Krankheit, das wird bis zum Lebensende mit Ihnen sein. Okay, und du sagst, ich kann nicht immer zusammenfassen dann ignorierst du den Austritt dieser äh, äh, Ausscheidungen, die krankhaft austreten, wie Blut, Urin und so weiter. Was soll denn das heißen, nicht ignoriere das? Du verlierst den Wudu nicht mehr dadurch. Das ist die Ansicht der Malikiya. Und die haben auch ein starkes Argument. Sie sagen, als der Prophet wasallam gefragt wurde von der Frau, die eine Zwischenblutung hatte, er hat ihr nicht gesagt, mach Wudu zu jeder Zeit. Aber noch einmal, wir Laien, wir mischen uns nicht ein in die Argumentation. Aha, Wallahi, Masha'Allah, ich als Laie ich kann nicht jetzt mich einmischen und sagen, okay, diese Argumentation ist richtiger oder falscher oder so, sondern ich nehme das zur Kenntnis. Und wenn unsere Gelehrten sagen, wallah, guck mal, diese Fator nehmen wir in bestimmten Situationen, wenn es nicht anders geht, dann sagen wir, wenn du tatsächlich eine Erschwernis hast, du kannst nicht jedes Mal wudu machen, du kannst auch nicht jedes Mal zusammenfassen, äh, dann machst du was, dann ignorierst du das, das ist kein Grund mehr, dass du wudu verlierst. Warum? Weil es krankhaft ist. Das heißt, wann verlierst du, du Wenn du auf der Toilette bist. Wenn du normal, du weißt ganz normal, hast du mal äh, Urin äh, ausgeschieden oder Luft äh, gelassen und so weiter. Aber das Krankhafte, das ignorierst du. Ja, und so sehen wir, warum Allah subhanahu wa äh, auch unterschiedliche Ansichten äh, bestimmt hat, dass, dass es verschiedene Rechtsschulen gibt. Denn es gibt verschiedene Situationen äh, der... Menschen. Ich denke, an dieser Stelle machen wir mal einen Halt in Taala, und dann können wir das nächste Mal weitermachen. Ich gucke gerade. Ja, ان شاء الله machen wir lieber an nächster Stelle weiter. الله تبارك وتعالى مجد الله سبحانه وتعالى uns Verständnis über die Religion geben الله سبحانه وتعالى uns wissen, unser Wissen über ihn und über die Religion الله على نبينا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته